Moin. Moin. Na, schaut's aus. Ne, na. Hast du Bock, was zu machen? Hast du Bock, richtig zu arbeiten? Hast du Bock, richtig was abzubluten hier, abzubauen? Hallo, lad mich mal ein hier. Ach so, ja, hier. Werde mein Bro, Bro. Werde mein Ja. Bro, Sister. Einmal runter. Na, ich fahre hier nicht runter. Jo, Warum nicht? Los geht's. wir wollten ja nachts bauen, ne? So, tagsüber looten, dann müssen wir nochmal nach Steine suchen, dass wir aufwerten können. Und ich würde gerne schon mal die Treppe weitermachen. Oh, ich habe gar Ich nicht habe hier so noch viel Holz. Warum Holz habe hier ich denn hier unten. noch Holz? Habe ich denn noch so viel Holz hier drin? Holz, gar kein Holz. Ach so, ich habe mein Holz bestimmt damit reingepackt. Ey, ich stehe auf dich. Nein, ich meine bei mir drin hier. So, hier. Die, aber nicht pupsen. Oh. Oh. Ich glaube, ich habe deinen Helm in meinen Popo gekriegt. Ach so, Und was herzlich willkommen schön. zurück zu 7 Days to Die. Hast du richtig gut angemotzt. Ja, Angemotzt. jetzt habt ihr mal unseren Trash-Talk außerhalb der Aufnahme, in der Aufnahme mitbekommen. Weißt du, wen ich gern mal grüßen möchte? Mich. Grüß mich. Hier, Krustenfresser. Oder Ja. wie er heißt. Den möchte ich gerne grüßen und ich finde das schön, dass er so schön immer kommentiert und das spannend findet, was wir hier machen. Ich Ja. freue mich jedes Mal über diese positive Rückmeldung. Feedback. Hört, hört. Ist ja egal. Ich möchte, ja, auch ich kann nett sein. Man mag es nicht glauben, Nee, das glaube ich aber nicht. es geht. Wann? Ha! Eben gerade. Okay, ist mir nicht aufgefallen, Das reicht aber. dann aber jetzt. Na, für Ja, dich ist das nicht nee, nett. das wird mir Nein. langsam ein bisschen unheimlich hier. Allein dieser Tonwechsel. So kenne ich dich nicht. Bist Ja, du ich wollte mich krank? mal bedanken. Mann, du bist gleich krank. Wirst du mich demnächst verlassen? Ist das was Schlimmes? Du bist. Na, man muss sich ja auch mal bedanken, ne? Ja, das stimmt. Ich freue mich auch jedes Mal wie so ein kleines Schulmädchen, wenn da ein Kommi ist, ein positives. Freue ich mich immer sehr drüber. So, wollen wir mal. Was hattest du jetzt noch mal vor? Ich will hier letztendlich eine Treppe bauen. Ein Laufsteg, Alter. Das sieht aus wie ein Laufsteg, Junge. Ja, model doch mal ein bisschen. Warte, warte, warte. Bevor du hier deinen großen Auftritt hast. Ich brauche nur mein Hämmerchen. Das Loch ist zu klein. Was? So ein Bär wäre noch ganz cool, ne? Ja. Ja, ein Bär würde fetzen jetzt, ne? Wobei Der würde irgendwie. wahrscheinlich alles kaputt machen. Ja, er würde auf jeden Fall es aktuell ein bisschen leicht haben, reinzukommen. Ja. Aber mir glaubt ja hier keiner. Ja, ich glaube dir Ja, die Zombies später. kommen jetzt auch leicht rein. Ja, das werde ich noch Die gehen jetzt die umändern. Treppe hoch rein. Eigentlich voll unlogisch. Nee. Ja, die gehen jetzt hier hoch. Oh, cool, ich kann hier rein. Ja, geil. Wow, und drin bin ich. Und so mussten sie eigentlich immer vorher Nein, 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 diesen nein, 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 Holzbau du verstehst mich arbeiten. nicht, Jasmin. Nee, ich verstehe das auch nicht, was du da machst. Nee, musst du auch nicht. Hier wird, wir nehmen hier den Zaun später weg und machen hier eine Mauer rüber, ja? So. Ne? Kannst du mir soweit folgen? Hier eine Mauer. Die hier machen Hier wir ein Mauer. auf und dann können die nämlich immer, wenn die hier runterfallen, oben von der Stange wieder rauslaufen, damit die wieder die Treppe hochkommen. Hoffentlich. Ja, ob das so hinhaut. Ja, warte mal ab. Ich glaube das nicht so. Ja, aber ich will das so. Ja, du willst. Ja, richtig. Das ist das Problem. Du willst das so. Ja. Ich muss das so haben. Ja. Bin gespannt, ey. Wir können ja mal fragen, was die Zuschauer davon halten. Warte, ich Und frag mal mal. abstimmen. Was haltet ihr denn davon? Echt? Hä, die haben mich doch auch gehört. Geil! Positives Nein. Feedback.
Eben gerade geschrieben. Die können das ja trotzdem beste kommentieren. Idee, die sie je gesehen haben. Na, Diggerchen, kommst du nicht hoch? Du bist dick. Oh, kann das mal wieder Tag werden? Du brauchst auch mal so einen geilen Knall. Ich hab noch nicht mal was los draußen. Ja, wundert mich, wir haben überhaupt keine Zombies jetzt hier, ne? Aber wenn ich draußen bin, wahrscheinlich. Aber ich will hier die Eichen gleich noch alle wegprügeln. Nach Möglichkeit. Welche? Na, die draußen hier, die wir gepflanzt haben. Und dann gleich wieder neue Pflanzen. Ich hab schon wieder Hunger. Ja, ich auch. Ich hab jetzt aber nichts zu essen hier. Okay, wenn ich drauf gehe, ist nicht schlimm. Wenn du drauf gehst, ist nicht schlimm? Ich bin infiziert. Ach so. Weiß deine Mutter davon? Ja. Lange Schweigen. Was soll ich auf so einen Blödsinn antworten? Ich hab grad überlegt, was willst du von mir? Nee, ich war gerade irgendwie woanders und dann habe ich gedacht, ach, er hat gerade mit mir geredet. Ja. Aber dieses, na, was? Gott, Schlagabteil des Größten, ey. Brandgehege da, ne? Ja. Das ist richtig gruselig, ey. Ja, ich finde das auch total unheimlich. Das ist geil gemacht, ne? Ja, das ist. Alter, wie hoch. Das ist auch die Musik, die denn da ist, ne? Finde ich komisch. Und allgemein diese Atmosphäre, auch diese Dunkelheit, dieser Ton von der Musik da. Dunkelheit? Na, dieses... Dunkelheit. Oh, ich habe keine Dings mehr. Dunkelheit. Bin ich schon irgendwie gruselig. So, Rahmenformen. Hast du mich gerade eingebaut hier? Nee. Übertreib mal, ey. Die Treppe basiert ja nur auf. Ja, die Treppe basiert ja nur auf einer Schätzung, ne, wo wir ungefähr hinkommen. Es kann sein, dass wir noch weiter rausziehen müssen. Mhm. Meinst du, ich übertreibe ein bisschen? Dezent. Ist das ein bisschen Ressourcenverschwendung, was ich hier mache? Ja, aber richtig. Das bringt sowieso nicht viel. Wart doch erstmal ab, du oller Pessimist, du. Du Pesi. Du bist eine Pessimist. Stehst am Weg. Denn beweg dich bloß nicht da weg. Nein, geh wieder in dein Loch. Bin ich doch. Ich baue dich jetzt. Ich kann dich da einbauen. Aber hier kommt nichts. Kann man sich eigentlich. Weißt du, was auch nicht kommt? Arbeitsleistung von dir. Aua, au, au, ja, Ma'am, ich gehe meiner Arbeit wieder nach. Das tut mir leid, dass ich aufmüpfig wurde. Kann man eigentlich auch diese Riesenscheinwerfer hier irgendwann mal raufstellen? Riesen? Gibt's die eigentlich auch? Du kannst, ich habe da irgendwas gesehen, du kannst mit Strom Licht machen. Also du kannst Lampen auf jeden Fall aufbauen. Mann, hier in dem Spiel. Kannst mit Strom Licht machen, aha. Ja. Das ist mir neu. Ja, ja. Ja, ich weiß, du reibst zu Hause noch zwei Stöcke aneinander und legst ein bisschen Heu drüber, du bist schon wieder im Weg.
Nee, ich mach Stein im Steine. Stein auf Stein? Ah, das habe ich mir abgewöhnt. Wenn du zwei Stöcker reibst, ne, dann hast du noch so ein bisschen wärmende Späne. Bei den Steinen, da hast du immer spitze kleine Steinsplitter, die hier überall rumliegen. Du bist ein Mädchen. Mädchen? Die sind fast so schlimm wie Legosteine. Wenn du darauf trittst. Legosteine? Ja. Was, auf Mädchen? Ja, wenn du auf Mädchen drauf trittst, ist das fast so schlimm wie auf Legosteinen. Das hast du ja gerade angehört. Aua! Mischkleine, passt aber auf! Fühlt sich an wie so ein Legostein. Der Schlüsselbein hat richtig gestochen, als geknackt hat. Oh, kein Zombie, ne? Oh, da komme ich nicht drüber hinweg. Feierst du dich gerade selber, ne? Was war denn das andere, wo ich mich heute so gefeiert habe? Diese Grille im Hintergrund ist geil. Keine Ahnung. Was war denn das andere, wo ich mich vorhin so gefeiert habe? Keine Ahnung, habe ich gerade gesagt. Was war denn das andere, worüber ich mich vorhin gefeiert habe? Schweigen, die Grille im Hintergrund. Irgendwas haben wir gehabt, da habe ich mich richtig weggefeiert. Oh, wir haben sogar zu weit ausgezogen. Ist ja interessant. Kommt so oft vor bei dir, das merke ich mir schon nicht mehr. Was denn? Du feierst dich ständig selber. Ja. High five auf mich selbst. Ja, weil du so ein cooler bist. Oh, danke. Das ist aber lieb. Und das aus deinem Mund. Ich bin heute nett. Was? Ich bin heute nett. Ja, du solltest auf jeden Fall dein komisches, dein Fieberbahn nicht verlieren. Mhm. Ist das das Richtige? Falsche Taste! Ist ja irgendwie doof, dass hier nichts passiert, ne? Ja. Aber so richtig gar nichts. Ja, ich höre dich gar nicht arbeiten. Also mal. Hallo Lehrerpflanze. Hallo Lehrerpflanze? Hallo. Ist das dein Biologielehrer gewesen? Hm. Lehrerpflanze. Oh. Guten Morgen, Kinder. Guten Morgen, Herr Pflanze. Metallgeländer? Was hab ich denn jetzt gebaut? Geländer. Du baust da voll das Podest, ey. Ja, die sollen ja in Würde ihren Tod entgegentreten. Ja? Alter, bist du krank, ey. Meinst du, das ist irgendwie ein bisschen übertrieben für die Zombies? Ja, immer noch, ja. Ist immer noch übertrieben? Mhm. Oh, Junge, 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 da geht aber wieder Material drauf. So. Was passiert, wenn ich fertig infiziert bin? Sterbe ich einfach dann oder was? Ich habe keine Ahnung. Ich bin tatsächlich noch nie so weit gekommen, dass ich es rausfinden durfte. Wäre geil, wenn ich dich angreifen könnte. Nichts los hier, nichts. Kann man hier noch irgendwas kochen? Ich mach mal diesen Tee da. Ja, Chrysanthem-Tee, ja? Das ist eine gute Idee. So. Das wird die Treppe im Mixer.
Ringfalle können wir ja schon machen, aber ich weiß nicht, ob die Strom benötigt. Und wenn ja, weiß ich nicht, wie wir Strom machen. Hm. Huch. Ist ganz schön dunkel hier, ne? Dunkel? Ja, ist immer so dunkel bei Nacht. Der schwarze Himmel ist vor der Sonne. Die Götter sind erbost mit uns, Jasmin. Schade, dass es hier nicht verschiedene Holzfarbtöne gibt. Ich hätte jetzt gern die Treppe in Ahorn gehabt. Oder das Geländer zumindest. Ahorn. Till kocht. Hier nochmal ein Geländer hin. Was war das denn? Ja. Warst du das oder war das ein Bär? Ein Bär. Ich und ein Bär ist 1:1 dasselbe. Ah. Geländer. Jasmin! Ich bin mit dem Bausystem überfordert. Hier gibt's einfach so viel. Und ich weiß nicht, was richtig ist. Das da vielleicht? Doch, das sieht gut aus. Wirklich gar nichts wie, los. Wieso heute kann ich das nicht aufwerten? Ah. Ah. Man muss ja auch das Holz treffen mit dem Hammer. So. Jetzt springen die hier rüber und fallen runter, hoffentlich. Und wenn wir. Ja. Wenn wir was? Genau, das habe ich mir nämlich auch gerade gedacht. Hä? Ja. Hörst du Stimmen, oder? Ist es jetzt um dich geschehen? Nein, das meinst du nicht so. Ignoriert sie einfach. Ja, ich weiß, manchmal spinnt die halt ein bisschen. Ich glaube, die hat eine Waffel, die muss in eine Klapse. Ja, ja, die braucht ärztliche Hilfe. Na, sag doch sowas nicht. So, und dann können wir die hier. Deine Tabletten heute nicht genommen, oder was? Du klingst schon genauso wie mein Psychologe. Und man kommt hier aber nicht durch, ne? Ne, sieht nicht so aus. Mann, ey, wieso ist denn hier nichts los? Das ist doch denn schon mal super. Warte mal, ich habe ja noch einen Punkt gehabt. Und so, ich möchte wir haben jetzt gerne 10 mal Tee, 8 mal Wasser, 5 Steak, 2 mal Schinkenei, Spiegelei. Wollte ich nicht irgendwo speziell rein? Junggeselle. Kann man eigentlich aus Baumwolle machen? Obwohl, wo ist denn dieser komische Ingenieur? Ah, da komme ich nicht weiter, weil dann brauche ich Intelligenz Level 4. Das hapert ja schon wieder bei dir. Ja, weil ich brauche die Punkte eigentlich anders. Das ist gar nicht so. Hauptader? Oh, ich habe keinen Punkt mehr. So, und wir können doch machen Gemüse, ne? Suppe jetzt, habe ich doch gelernt. Gemüse. Ein Topf. Habe ich nicht gelernt. Aber ich habe doch letztes Mal den Chefkoch gemacht. Ach, ich muss noch weiter den Chefkoch machen, das ist ja.
denn nochmal der Chef? Da. Aber wir können Kartoffelsaat herstellen, rein theoretisch. Aber wir haben keine Kartoffeln dafür. Gut, das haben wir getan. Was getan wir jetzt? Den Eingang versetzen wäre eine Option. Aua. Aber wohin? Wenn wir hier vorne eine Leiter ransetzen. Und dann ein Block nach unten. Okay. Oder? Warte mal. So. Komme ich da oben ran? Ja. Aber kommen die Zombies da oben ran? Okay, wir kommen da so nicht ran. Okay. Okay, wir kommen da so nicht ran. War das zu viel Gewicht? Wahrscheinlich. Okay, Versuch Nummer 2. Was hast du denn jetzt schon wieder gemacht? Gar nichts habe ich gemacht. Ist schon wieder zusammengebrochen? Nein. Ja, das ist auch viel zu schwer, was du da machst. Vielleicht. Oh Gott sei Dank, es wird hell. Ich kann gleich los, ey. Wo willst du hin? Gucken hier, was wir noch zu essen kriegen und so. Schlachten, jagen. Mist. Wir wollen doch tagsüber immer los. Ja. Gesagt. Das war der Plan. Ja. Ein recht guter Plan. Wessen Idee war das? Meiner. Weil ich schon immer losgegangen bin tagsüber. Du auch ab und zu. Da komme ich noch nicht ran. Aber nur ab und zu. Achso, ist ja schon auf Holz. Da drüber bin ich schon, ne? Okay, jetzt kann man hier außen hoch. Ich hoffe, dass das kein Problem ist, was die Zombies angeht. Dann würden wir hier aufmachen. Das heißt, hier erstmal frei machen. So. Ach, ich habe keine Ausdauer, Jasmin. Hm. So. Dann brauchen wir noch mal die Rahmenformen. Die mich mal eben umbringen. Ja. Hier oder gehen wir noch hier? Alter. Ich bin mir halt nicht sicher, ob das vielleicht zu dicht ist. Nein!
Nein, Jasmin! Du bist gestorben. Wo liegt deine Leiche? Wieso legst du eigentlich dein Fahrrad auf meinen Schlafsack? Leg es doch auf deinen Schlafsack. Was denn? Das soll nicht dreckig Fahrrad werden. Wieso ist meine Taschenlampe weg? Hallo? Ja. Achso, deine Taschenlampe. Ist das meine Taschenlampe. Das gibt's ja nicht. Ah, hier, guck mal. Die ist gib mir. Gib die wieder her. Ja, ja, die liegt hier. Wo denn? Bisschen dunkel hier, ne? Spam mal E, während du auf den Boden klickst. Warum hast du mir die geklaut, Alter? Nicht um dich zu ärgern. Aha. Hä? Hast du die schon? Nein. Die muss hier irgendwo auf dem Boden liegen. Ja, toll, ey. Mensch, in der Kiste oben ist nur eine. Nimm dir die. Ich will aber meine. Ja, ist die gleiche. Ich brauch die nicht. Na, ich hab die aber gefunden. Du musst immer eine Fackel holen. Dann siehst du sie hier mehr. Da liegt sie doch. Nee, doch nicht. Nur Kacke im Kopf, der Typ, ey. Ach, was weiß ich. Ich hab kein Holz mehr. Ja, 4 Uhr morgens, ne? Ist langsam hell. Schön. Endlich. Ja, hier müssen wir halt gucken, ob die Zombies da auch hochkommen. So, ich habe Hunger. Das weiß ich tatsächlich noch nicht. Wollten wir jetzt eigentlich wieder zum Brandgebiet gucken? Mir ist ganz egal, wo wir hingehen. Ich würde noch einmal die Gläser mitnehmen. Und kurz die Sachen aussortieren. Achso, ich muss mir auch was mitnehmen. Nehme ich mir nochmal Essen mit. So. Ja, der Rest kommt unten rein. So, hier kommen die Würfel. Ich habe gar keine Pfeile einstecken. Egal, die mache ich unterwegs. Ich würde noch mal 2 Reparaturkits mitnehmen. Hab 3 genommen.
wusste das, ja. So. Ja, für den Fall der Fälle, ne? So, dann käme hier ein Durchbruch. Wenn die da runterfallen, die werden ja wohl nicht hier rüberfallen, oder? Ach, da geht's schon los. Sonst gehen wir hier noch einen höher. Gehen wir hier noch einen höher? Geht ja schon gut los. Dann machen wir das hier nämlich auch noch zu. Den brauchen wir nicht mehr. Weil fit schon selber an seinen Bauten. Nee, ich bin da sehr zuversichtlich. Aha. Aber die Tür unten, die mache ich bald zu. Ne? Warum? Und, dann gehen wir hier hoch. Genau, wie oft soll ich denn da runterfallen? Bis du es gelernt hast. Oh, guck mal. Ich habe voll die dumme Treppe genommen. Die hat hier überall Löcher. Ja, komm. Das sieht ja doof aus. Geht's da hinten lang, ne? Brandgebiet? Ja. Kann man doch hier schräg rüber gehen. Nee, du gehst in eine falsche Richtung. Von mir aus gesehen jetzt. Ich geh. Also Brandgebiet wäre einfach nur dem Fluss folgen. Dem See. Mach ich doch, ich gehe nur oben lang. Tust du das, Jasmin? Ja. Warte. Ich guck, ob ich hier was finde. Warte. Dann würde ich sagen, wir gehen in der nächsten Folge wieder los. Bei Seven Days to Die. Schaltet wieder ein. Wir würden uns freuen. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Tschüss.